Meester, ich muss sparen, deshalb bin ich mir im Klaren. Meine Zukunft sehe ich in der Politik. Und die Steuer soll er schwitzen, auf dem letzten Schilling sitzen, dann werde ich doch mehr Diäten, doppelt dick. Ja, ich hätte lange reden, über alles, über jeden, auch mit kleinen Lügen käme ich gut davon. Und ich als Finanzminister, auch das Steuerbild verpfisst, na dann ging ich abgefertigt in Pension. Hat mir leider nicht ins Parlament einlassen. Man meint, ich wäre ungeeignet, weil ich zu simpel und zu ehrlich bin. Im Parlament muss man nämlich der geschliffenen Zunge mächtig sein, um all die Lügen, die hier verbreitet werden, hinter einem wohlsortierten Satzbau verstecken zu können. Für alle Lügner, ich meine für alle vermeintlichen Lügner, die sich jetzt betroffen fühlen, gibt selbstverständlich die Unschuldsvermutung, eh klar. Ich will einen Job, ich will einen Job, ich will einen Job im Parlament. Sitzungsgelder, hätte Felder und auch Wälder, zwei, drei Villen und doch sonst noch allerlei. Ja, die Welt wär wirklich billig, denn das Volk ist zahlungswillig, somit wär mein Leben fast gebührenfrei. Arbeit würde ich nie verlieren, denn ich dürfte schon portieren, ein Regierungsmitglied kann das ungeniert. Und als Dienst hat er was Schnelles, etwas Individuelles, wenn man schließlich diesen Staat repräsentiert. Ich will einen Job. Ich will einen Job, ich will einen Job im Parlament. Also, in Deutschland ist das alles ganz anders. Denn wenn du bei den Teutonen, die da oben wohnen, als Bundespräsident Wulff lügst, dann ist das gar nicht verwerflich, gar nicht, sondern eine approbierte Einkommensstrategie und vor allem eine Ehre. Und deshalb wird man auch mit einem Ehrensold von jährlich 200.000 Euro belohnt. Bitte, 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 auch ich möchte gewulft und beehrensoldet werden. Ich will einen Job. Ich will einen Job, wenn man doch keine Armut kennt. Na, wir brauchen uns da gar nicht wichtig machen, denn bei uns im Öseland geht's genauso munter zu. Denn Politikerbestechung heißt bei uns Anfütterung und ist damit faktisch legalisiert. Vor allem, wenn es um die vielen Klappertüren Politiker geht, die verhungernd dahinsiechen. Ich bin auch hungernd, ich möchte auch angefüttert werden. Wer füttert mich? Wer füttert das Volk? Ich will einen Job, ich will einen Job. Wir reden immer von der Moral, von der Political Correctness. Die Political Correctness ist doch die Lüge per se. Was ist eine Moral? Die einzige Moral, die es gibt, ist Quod licet Jovi, non licet Bovi. Ich will einen Job, ich will einen Job, ich will einen Job.